Juni 2006. Hans Clevers kann sich noch gut an diesen Tag erinnern. Seit mehr als 5 Jahren erforscht der niederländische Molekulargenetiker die erstaunliche Erneuerungskraft des menschlichen Darms. Alle 2 bis 4 Tage erneuert der Darm seine komplette Oberfläche. Kein anderes menschliches Organ regeneriert sich schneller. Schon länger vermuten die Forscher, dass spezielle Zellen irgendwo verborgen im Darmgewebe für die ständige Erneuerung verantwortlich sind. Sogenannte adulte Stammzellen. Zum Glück haben wir in jedem Organ Stammzellen. Sie können sich teilen und damit Zellen ersetzen, die verloren gehen. Normalerweise sind Stammzellen nicht sehr aktiv. Sobald aber Schäden in einem Organ entstehen, beginnen sie mit ihrer Arbeit und ersetzen die verlorenen Zellen. Keiner weiß jedoch, wo genau sich diese speziellen Zellen des Darms befinden. Man hält sie für klein und selten und deshalb schwer zu finden. Doch Clevers und sein Team haben eine Idee. Die Oberfläche des Dünndarms besteht aus unzähligen Zotten, über die der Körper Nährstoffe aufnimmt. Zwischen den Zotten sitzen kleine Vertiefungen, sogenannte Krypten. Dort vermuten die Forscher die adulten Stammzellen. Um sie zu finden, muss man ein spezielles Werkzeug haben. Wir fanden ein Molekül namens LGR5 und dachten, dieses Molekül sitzt an einer Zelle, die ein aussichtsreicher Kandidat ist. Die Forscher glauben, dass sich die sogenannten Stammzellen durch das Molekül namens LGR5 von den normalen Zellen des Darms unterscheiden. Mithilfe einer komplizierten Technik färben sie alle Dünndarmzellen, die das Protein enthalten, grün ein. Da das Verfahren am lebenden Organismus funktioniert, können sie nun beobachten, wie die Zellen sich verhalten. Das Ergebnis begeistert Clevers noch heute. Nick Barker und ich schauten zur gleichen Zeit durch das Mikroskop und wir sahen, wie diese sehr kleinen Zellen leuchteten. 5 Jahre hatten wir daran gepuzzelt, um das herauszufinden. Nun wussten wir eigentlich sofort, das sind die Stammzellen. Am Boden der Krypten können die Forscher den Stammzellen dabei zuschauen, wie sie sich teilen und an der Oberfläche der Zotten emporwandern. Die Entdeckung sorgt in Fachkreisen für Aufsehen. Doch die Forscher geben sich damit nicht zufrieden. Wir sahen, dass sich die Stammzellen im Darm gar nicht so verhalten, wie man allgemein annimmt. Die Stammzellen teilen sich nämlich jeden Tag. Wir dachten, wenn sie das in einem Körper können, in einem Gewebe, dann müssen sie das auch im Labor können. Tatsächlich beginnen die Stammzellen auch im Labor zu wachsen. Millimetergroße Zellklumpen entstehen. Mit Hilfe des LGR5-Moleküls isolieren die Forscher nun auch Stammzellen aus der Leber und anderen Organen. Auch hier gelingt die Züchtung künstlicher Mini-Organe, sogenannter Organoide. Wir können jetzt von jedem Organ und jedem Individuum eine kleine Gewebemenge entnehmen und im Labor wachsen lassen. Von dieser Entdeckung könnten bald auch Patienten profitieren. Zum Beispiel die 15-jährige Dunja, die an der Erbkrankheit Mukoviszidose leidet. Weil die Sekretbildung der Lunge und anderer Organe gestört ist, haben Kranke mit Verdauungsproblemen und Atemnot zu kämpfen. Ohne Therapie verläuft die Krankheit tödlich. Hier in grün sieht man, was normal ist. Das hier ist, was Dunja gepustet hat. Normalerweise hat man in diesem Alter ca. 4 Liter Lungeninhalt. Bei Dunja sind es nur 2,5. Mit Antibiotika und vielen anderen Medikamenten lassen sich bisher nur die Symptome lindern. Neue Mittel bekämpfen die Krankheit an ihrer Wurzel. Da sie in vielen Subtypen auftritt, gibt es auch verschiedene Typen dieser neuen Medikamente. Ein Problem? Das sind ziemlich teure Medikamente, die kosten 500.000 pro Jahr. Mit unserem sehr günstigen und schnellen Test können wir messen, ob das Mittel wirklich beim Patienten wirkt. Wenn unser Test also positiv ist, reagiert der Patient. Ist er negativ, verabreichen wir das Mittel erst gar nicht. An gezüchteten Organoiden aus dem Gewebe des Patienten wird getestet, welcher Medikamententyp wirkt. Denn jeder Mensch reagiert anders.
Tests am kranken Patienten sind nicht mehr nötig. Ein großer Schritt hin zur personalisierten Medizin. Auch bei der Entwicklung neuer Medikamente spielen Organoide eine immer wichtigere Rolle. In einer Biobank sammelt Clevers Gewebeproben von Patienten. An daraus gezüchteten Organoiden testen die Forscher die neuen Medikamente. Auf ethisch umstrittene Tierversuche kann so immer häufiger verzichtet werden. Und Clevers hat noch größere Träume. Mein Traum ist, dass wir wie eine Blutbank auch eine Bank mit Organoiden haben. Braucht jemand eine neue Leber, könnten wir dann in der Organoidbank nachschauen und sagen, okay, dieses Röhrchen passt am besten zu Ihrer Leber. Das tauen wir dann auf und verabreichen es dem Patienten. Der geht wieder nach Hause und die Stammzellen fangen an, seine Leber zu erneuern. Denn das können Stammzellen eben gut. Der Spender sitzt dabei an seinem Tisch und liest in Ruhe Zeitung. Clevers hofft, dass die Transplantation von Organoiden in 5 Jahren zum klinischen Alltag gehört. Es wäre ein weiterer Meilenstein in einem Forscherleben reich an Entdeckungen.